Wer viele Kreditkarten hat, um Bonuspunkte zu sammeln oder die unterschiedlichen Vorteile der Kreditkarten auszunutzen, so wie ich, der stößt schnell an seine Grenze, weil das Portemonnaie doch dann auch sehr schnell sehr dick wird. Wie ihr trotzdem all diese Karten dabei habt, ohne sie dabei zu haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht es um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, dann denk auf jeden Fall mal über ein Abo nach, um nichts mehr zu verpassen. Schau auch zu jeder Zeit des Videos in die Videobeschreibung, wo ich dir wichtige Texte und Links zu den Sachen, die ich hier im Video erwähne, verlinke. Die Lösung heißt Curve. Bei Curve handelt es sich eigentlich um eine ganz normale Mastercard-Karte, allerdings ist es keine wirkliche Kreditkarte, denn sie ist so eine sogenannte Skin-Credit-Card. Das heißt, sie werden nur abgerechnet, aber ja, ihr könnt nicht mit der Karte alleine selber zahlen und sie hat auch keine direkte Verbindung zu eurem Bankkonto. Über die Curve-App könnt ihr ganz einfach eure Kreditkarten in der App halt hinterlegen und dann könnt ihr über die Curve-Kreditkarte, wenn ihr mit der bezahlt, euch das Geld von einer anderen Kreditkarte abbuchen zu lassen. Und das ist wirklich unglaublich praktisch. Ihr könnt dann auch immer auswählen, welche Kreditkarte abgebucht werden soll und ja, ihr könnt euch sogar später noch umentscheiden. Wie kann man sich umentscheiden? Nun, ihr habt bis zu 14 Tage eine Möglichkeit, euch für eine andere Kreditkarte zu entscheiden und dann wird das Ganze bei eurer eigentlichen Kreditkarte, wo ihr das Ganze abgebucht habt, wieder gutgeschrieben und von einer anderen Kreditkarte abgezogen. Auf diese Weise könnt ihr halt alle eure Kredit- und Debitkarten in nur einer Karte vereinen. Und ja, ihr könnt dann halt nur noch mit der Curve-Karte zahlen oder auch, also ihr könnt sowohl physisch damit zahlen als auch im Internet und es wird dann immer im Hintergrund von einer anderen Kreditkarte abgebucht. Und es wird sogar noch cooler, denn durch ein paar Tricks kann man sogar noch mehr daraus herausholen. So zum Beispiel die Microsoft-Kreditkarten. Normalerweise hat man ja bei Microsoft das Problem, bei Miles & More, die Lufthansa-Kreditkarte hat man ja das Problem, dass die nicht in Fremdwährung, dass man damit nicht kostenlos in Fremdwährung bezahlen kann. Allerdings kann man das mit der Curve-Kreditkarte. Und das bedeutet, ihr hinterlegt einfach eure Mein-Kreditkarte bei Curve und bezahlt dann im Ausland mit der Curve-Kreditkarte, die nämlich keine Auslandseinsatzgebühren in der Basisversion bis zu einem bestimmten Betrag hat. Und das heißt, ihr könnt so Meilen beim Bezahlen generieren und spart euch zusätzlich noch die Kosten, die sonst bei dem Auslandseinsatz der Kreditkarte angefallen wären. Gleiches gilt auch für die American Express Kreditkarten. Die sind momentan leider noch nicht verfügbar, aber es soll wohl noch kommen. Also es ist zumindest angekündigt und sie versuchen da momentan eine Lösung zu finden. Und das wäre natürlich richtig geil, weil es gibt keine Punkte, die wertvoller sind als die American Express Punkte und das einzige Ärgerliche, wie ich finde, an den American Express Kreditkarten ist, dass man damit nicht kostenlos im Ausland bezahlen kann. Aber wenn man die mit der Curve Kreditkarte dann verknüpfen kann, ja, dann wird das Ganze Spaß machen, weil dann einfach im Ausland mit der Curve bezahlen, es wird über die Amex Kreditkarte abgerechnet und man bekommt die Membership Rewards Punkte gutgeschrieben. Ich habe ja jetzt auch schon die ganzen Fremdwährungseinsätze angekündigt und zwar sind die begrenzt auf 500 Pfund im Monat. Das sind dann umgerechnet 550 Euro etwa. Es schwankt natürlich sehr. Warum wird das primär in Pfund angegeben? Nun, das liegt daran, dass Curve eigentlich eine britische Firma ist. Das ist aber nur in der Basisvariante der Fall. Das ist die sogenannte Curve Blue. Die ist für alle kostenlos. Also überhaupt keine Scheu haben, einfach mal beantragen. Link ist in der Beschreibung natürlich und sich die kostenlose Variante holen und einfach mal ausprobieren. Ist wirklich extrem cool. Wer dann halt mehr Geld im Ausland ausgibt, ja, für den lohnt sich dann die Curve Black. Die kostet etwas Geld, hat aber dann eine unbeschränkte Auslandseinsatz, kostenlose Wechselgebühr sozusagen. Also habt ihr ein paar coole Vorteile, weshalb sich das dann auch lohnen sollte. Gleiches gilt auch zum Bargeld abheben, das ist auch eigentlich kostenlos mit drin. Habt ihr die Curve Black Karte, dürft ihr allerdings mehr abheben. Das sind dann 200 Pfund im Monat bei der Curve Blue und 400 Pfund im Monat bei der Curve Black. Ich bin wirklich extrem zufrieden mit der Curve Karte, es ist wirklich extrem praktisch und es ist auch kinderleicht zu benutzen. Man kann seine Kreditkarten einfach abfotografieren, kann die dadurch in die App einscannen. Eventuell muss man da noch was bestätigen
Und schon kann das darüber abgerechnet werden. Ich selber nutze das Ganze auch zum Trennen zwischen Geschäftsausgaben und Nicht-Geschäftsausgaben. Ich kann dann ganz einfach im Hintergrund die Geschäftskreditkarte auswählen oder die persönliche Kreditkarte, von der das Ganze dann abgerechnet werden soll, oder eine Meilenkreditkarte, und so kann ich meine Zahlungen sehr genau steuern. Ich würde euch auf jeden Fall deswegen raten, probiert das Ganze mal aus. Link wie gesagt in der Beschreibung. Wenn ihr euch über den Link anmeldet, bekommt ihr auch 5 Pfund Startguthaben dazu. Also klickt einfach mal drauf und probiert es gerne mal aus. Es ist natürlich in der Basisvariante kostenlos. Ja, und das war es auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Teile das Video gerne unter deinen Freunden, die auch sich das Auslandseinsatzgebühr im Ausland sparen möchten, zu viele Kreditkarten haben oder auch Meilen darüber sammeln möchten. Es lohnt sich einfach. Ja, und abonniere meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis denn. Ciao.